Hallo zusammen, ich zeige euch, wie man mit GIMP einfach so ein Bild aufhellen kann und anfärben kann mit verschiedenen tollen Werkzeugen. Wir beginnen einfach, wir holen erstmal ein Bild raus, zum Beispiel, wir gucken, wo ein Bild ist und dann holen wir einfach ein Bild hier. Ja, dieses Bild nehmen wir zum Beispiel, das ist schon da. Und dann zeige ich euch, wie man dieses Bild aufhellen kann, verschieben, wir beginnen erstmal mit dem Bild zu verschieben. Mit diesem Werkzeug können wir einfach das Bild verschieben, wie wir das haben wollen. Sie sehen schon, das ganze Bild wird verschoben. Und von daher sehen Sie, was wir damit erreichen können. Und Sie können auch zum Beispiel also dieses Bild skalieren, einfach drehen oder rotieren. Also ich zeige euch, wie es ist. Also Sie können zum Beispiel das Bild einfach so ein bisschen größer machen. Ja, und Sie sehen schon, was wir damit machen können mit der Skalierung. Wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie auf OK. Sie können auch sagen, okay, ich möchte einfach das Bild drehen in eine andere Richtung haben. Dann gehen Sie entweder hier Bild drehen oder Bild Transformation und horizontal drehen, dann haben Sie auch andere Seite. Also Sie können damit verschiedene Sachen machen und Sie können auch merken, wir können auch hier das Bild scheren, also einfach drauf tun und einfach eine Position finden, wo Sie das haben wollen und einfach scheren drücken. Also Sie können auch hier eine Perspektive erzeugen, die Sie haben wollen, zum Beispiel so oder ich weiß es nicht, welche Perspektive Sie das haben wollen oder so. Und dann können Sie einfach auf Transformation drücken, wenn Sie fertig sind. Sie können auch sagen, okay, ich möchte mein Bild spiegeln, dann können Sie auch machen. Sie können auch dazu, ja, Sie können auch dazu spiegeln, also Spiegel sehen Sie, jetzt sehen Sie, also was wir damit erreichen können. Sie können auch einen Text dazu schreiben, zum Beispiel, wir schreiben zum Beispiel meinen Namen drauf. Ihr könnt noch nicht sehen, weil es ist einfach in Schwarz. In Schwarz kann man nicht so besser sehen. Wir lassen es zum Beispiel in Rot. Dann sehen Sie schon. Und diesem Werkzeug können wir auch genauso wie eben einfach tolle Sachen erreichen. Also ich mache es mal so. Und dann mit dem Werkzeug kann ich ein bisschen so schreiben und erst die Schriftgröße, erst diese Schrift ein bisschen größer machen. Und dann könnten wir auch ausrichten, links, rechts oder zentriert haben. Oder wie gesagt, wir holen einfach diesen Werkzeug und stellen wir einfach, wo wir das haben wollen. Das ist ganz einfach mit diesem Werkzeug hier. Und Sie können auch genauso skalieren, wie eben wie ich euch eben beigebracht habe. Und dann könnten Sie auch sagen, wow, ich schaffe auch was schon mit GIMP. Und Sie sehen schon, wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie einfach auf Skalieren. Sie können auch sagen, ja, ich möchte aufhellen oder abdunkeln. Dann zeige ich euch, wie es geht. Dann gehen Sie einfach auf die Ebene und dann Modus. Dann gehen Sie zum Beispiel auf abdunkeln. Dann sieht es genauso. Sie können ein bisschen die Deckkraft so niedriger machen oder erhöhen. Sie können auch sagen, ja, ich möchte überlagern haben. Dann ist es einfach so. Man sieht das einfach. Oder Sie können auch die Ebene einfach runterziehen oder einfach so vertauschen. Also man kann damit tolle Sachen machen. Und Sie können auch sagen, ja, ich möchte nicht so, ich möchte zum Beispiel abdunkeln, nur abdunkeln, dann haben Sie auch. Und Sie können auch zum Beispiel Division drücken und dann haben Sie auch die Division. Und Sie können auch sagen, ja, ich möchte Addition schon wieder haben, weil es war mir besser. Und Sie haben schon, also Sie können wirklich alles machen, was Sie machen wollen. Alles ist einfach so möglich. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Überlagern können Sie auch. Sie können auch Unterschied drücken und Sie sehen schon, welche Effekte wir damit erzeugen können. Sehr viele Effekte. Ich freue mich auf das nächste Video wieder mit euch.